Hi, ich habe in meiner Zeit als Fotograf super viele Fehlkäufe bei Objektiven gemacht. Und weil jetzt demnächst wieder die Zeit der Rabattaktionen ansteht, dachte ich mir, ich mache dir einfach mal ein Video dazu, auf welche vier Sachen ich eigentlich heutzutage nur noch achte, wenn ich ein neues Objektiv kaufen will. Weil es so viele Reviews draußen gibt, bei denen über sehr viele Kleinigkeiten diskutiert wird und irgendwelche kleinen Details irgendwie rausgepickt werden, was irgendwie mit dem Objektiv nicht passt. Aber es im Kern eigentlich nur auf ein paar wenige Sachen wirklich drauf ankommt. Und welche vier Dinge das für mich sind, schauen wir uns heute im Video halt einfach an. Das Nummer eins Ding, auf das ich achte, ist die Schärfe. Ich sag mal so, wenn das Objektiv nicht scharf ist, dann will ich es definitiv nicht haben, weil ich mir sehr oft die Finger damit verbrannt habe, ein Objektiv zu kaufen, das so semi-gut im Schärfebereich abgeschnitten hat und ich am Ende damit eher unzufrieden war, als dass es wirklich dafür getaugt hat, was ich eigentlich machen wollte damit. Und als Fotograf bist du sowieso schon sehr stark auf deine externen Umstände angewiesen und musst teilweise mehrfach an dieselbe Location gehen, bis du irgendwann die perfekten Bedingungen hast. Und dann ist es halt super ärgerlich, wenn du irgendwie ein Objektiv hast, auf das du dich nicht verlassen kannst, den perfekten Moment endlich irgendwie nach dem fünften Versuch irgendwie vor deiner Linse hast und dann irgendwie aufgrund vom Objektiv selber das Foto halt nicht ordentlich scharf wird. Und gerade wenn du mit Fotografieren anfängst, weißt du nicht genau, ob es dir gefällt, wie viel Geld du da rein investieren willst. Deshalb verstehe ich das, dass du am Anfang noch nicht so viel Geld in Objektive investieren willst. Und auch ich habe auf Canon angefangen zu fotografieren. Ich habe mit einem Kit-Objektiv gestartet, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Habe dann irgendwann mir die 50mm 1.8 Brennweite geholt. Und die ist halt super für den Einstieg in die Fotografie, weil du für um die 100 Euro eine Festbrennweite bekommst, was halt endgeil ist eigentlich. Aber der größte Kritikpunkt an diesem Objektiv war halt immer die Schärfe. Und auch ich habe mit dem Objektiv oft genug irgendwelche Aufnahmen gemacht, wo ich gedacht habe, okay, an sich ein cooler Shot, aber ist leider nicht ganz scharf geworden. Und dann wollte ich irgendwann Telebrennweiten ausprobieren und gerade im APS-C-Bereich gibt es oftmals irgendwelche 70 bis 300 Objektive, die dir halt versprechen, dass du sehr viel Zoom hast und nicht viel Geld dafür zahlen musst. Auch solche Objektive kosten meistens nur so ein paar hundert Euro. Aber auch damit war ich dann teilweise irgendwie Tiere fotografieren und habe mich darüber geärgert, dass ich irgendwie halt nicht wirklich ein 100% scharfes Foto aufgenommen habe. Ja klar, ich erkenne schon, was es für ein Tier ist und es ist jetzt nicht unbrauchbar, das Foto. Aber es ist halt immer so ein bisschen matschig gewesen und diese Matschigkeit, keine Ahnung, wenn ich matschige Fotos aufnehmen will, dann kann ich auch ein Handyfoto machen und da reinzoomen. Das hat mir halt nie wirklich zugesagt und dann habe ich halt irgendwann mal das Geld investiert und ein 70-200 gekauft mit Blende 2.8, also quasi eines der teuersten Objektive, das du dir überhaupt zulegen kannst. Aber da habe ich zum ersten Mal halt verstanden, was wirklich ein scharfes Objektiv ist und was du dann da für Bildqualität halt rausholen kannst. Und für mich war das wie so ein Schalter, der sich da umlegt, wo ich einfach wusste, okay, ich will irgendwie nichts Schlechteres mehr haben. Und deshalb besitze ich sehr viele Festbrennweiten einfach, weil die tendenziell von Haus aus einfach schon ein bisschen schärfer sind als Zoom-Objektive und ansonsten halt nur ein Sigma 24-70, das halt auch einfach als sehr scharf bekannt ist. Und ich verstehe auch dieses ganze Argument von manchen Leuten nicht, die sagen irgendwie, manche Objektive sind ihnen zu scharf, weil ich verstehe nicht, was irgendwie zu scharf sein soll, wenn mir irgendwie mein Bild zu scharf ist. Also irgendwie gibt es das erstens für mich nicht und zweitens, wenn mir irgendwas daran missfällt und es irgendwie mir zu klinisch aussieht oder ich irgendwie mehr Charakter in meinem Bild haben will, ich kann mir halt mit Photoshop oder anderen Bildbearbeitungstools super einfach Unschärfe und halt einfach Charakter reinbearbeiten, aber ich krieg's viel schwieriger hin, irgendwie Schärfe in mein Bild reinzubearbeiten. Also habe ich dieses Argument nicht verstanden, warum du irgendwie sagst, ein Objektiv ist dir zu scharf und das ist irgendwie ein Negativaspekt. Deshalb, wie gesagt, Schärfe mein Nummer eins Punkt, auf den ich achte und wenn ich höre, dass ein Objektiv nicht scharf ist, kommt es für mich auch nicht in die Tüte. Beim nächsten Punkt muss ich zugeben, dass ich alt geworden bin, weil ich inzwischen viel stärker auf das Gewicht von meinen Objektiven achte. Und es mir früher eigentlich noch egal war, was so ein Ding wiegt, weil ich gedacht habe, so, ey, ich nehme einfach alles mit und habe damit keine Probleme und ich verstehe nicht, was irgendwie das ganze Geschrei rund um Gewicht und irgendwie ist es viel zu schwer und es irgendwie unhandlich mitzunehmen ist. Und jetzt so die letzten Jahre, ich merke immer mehr, wenn ich irgendwie einen voll bepackten Rucksack habe, dass das ganz schön auf den Rücken geht, was ich irgendwie so vor 4, 5 Jahren, wie gesagt, noch nicht so stark gemerkt habe. Und ich deshalb auch einfach mittlerweile die Bequemlichkeit schätze, dass ein Objektiv halt nicht super schwer ist, weil es dann einfach halt nicht eine Last ist, es mitzunehmen. Ein Negativbeispiel dafür ist zum Beispiel mein 100-400 von Sigma, das ich auch noch habe. Das deckt zwar einen super weiten Brennweitenbereich ab, ist aber auch einfach sackschwer und dadurch, dass ich wusste, dass ich jetzt einfach für den Trip in Städten bin, also in Barcelona und Paris, und ich mir halt einfach gedacht habe, so, na gut, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht unbedingt dann 100 bis 400 in diesen Regionen brauchen, hat es halt einfach dazu geführt, dass ich das Objektiv einfach gleich ganz zu Hause gelassen habe, um einerseits Gewicht für den Flug zu sparen, aber halt auch andererseits keine Lust hatte, das Ding einfach rumzuschleppen die ganze Zeit, um es vielleicht irgendwie ein, zweimal wirklich überhaupt nutzen zu wollen. Und wie gesagt, ein Objektiv, das du nicht dabei hast, mit dem kannst du logischerweise auch nicht fotografieren. Das heißt wiederum, dass du dein Geld einfach so schlecht wie möglich investiert hast, weil du einfach quasi mehr oder weniger jetzt auch einfach rauchen können. Und wie gesagt, deshalb für mich mittlerweile auch einfach Gewicht eine Sache, auf die ich sehr viel Acht gebe und eher zu einem leichten Objektiv tendieren würde, als zu einem schweren, wo ich mir irgendwie ein bisschen Geld sparen würde.
Dann mein nächster Punkt, kann für dich vielleicht so ein bisschen als Cheaten betrachtet werden, aber für mich ist es halt einfach die Vielseitigkeit von einem Objektiv. Also kann ich es überhaupt für das einsetzen oder welche Probleme löse ich mit diesem Objektiv, die ich irgendwie habe und was ich irgendwie gerne fotografieren möchte. Und ich habe überlegt, ob ich diesen Punkt einfach nur Lichtstärke nenne, weil für mich einfach Blende einfach auch eine sehr große Rolle spielt und ich mit einem Objektiv, das eine große Offenblende hat, einfach viel mehr machen kann. Also ich kriege schneller einen unscharfen Hintergrund, ich kann besser in der Nacht fotografieren. Und dadurch, dass ich jemand bin, der sehr gerne offenblendig fotografiert, auch in der Street-Fotografie und sehr oft einfach mit meinen Festbrennweiten bei 1.8 unterwegs bin und nicht irgendwie auf Blende 4, Blende 8 abblende, ist es für mich auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, wenn das Objektiv eine starke Lichtstärke hat. Aber ich finde, das trifft es noch nicht so genau, weil ich damit nicht so wirklich gut solche Spezialfälle wie das Tamron 35 bis 150 abdecken könnte, weil es ja Blende, ich glaube, 2 bis 2,8 hat, also sehr lichtstark ist über diesen gesamten Zoom-Bereich. Und tendenziell aufgrund dieses Zoom-Bereiches ja man auch sagen könnte, okay, es hat eine sehr hohe Vielseitigkeit. Eigentlich wäre das ja genauso ein Objektiv, das du mögen würdest. Aber für mich löst es nicht wirklich irgendwelche Probleme, die ich habe. Also ich habe halt eine 35 mm Festbrennweite für diesen weiten Bereich. Und wenn ich wirklich mal irgendwelche Weitwinkelaufnahmen bräuchte, dann ist es dafür nicht wirklich geeignet, weil momentan filme ich auf 24 mm, also auf meinem Sigma. Und wenn ich wirklich einen ordentlichen Zoom brauche im Telebereich, dann sind 150 mm halt irgendwie tendenziell zu wenig. Und es, wie gesagt, es löst nicht wirklich irgendein Problem. Dann bräuchte ich halt eher mein Sigma 100 bis 400. Damit kriege ich halt da viel mehr was raus. Und ich will jetzt nicht nur auf dem Tamron rumhacken, aber ich will dir halt so ein Gefühl dafür geben, so diese Vielseitigkeit, das ist halt bei mir so ein Thema, welches Problem habe ich jetzt gezielt? Also will ich irgendwie bei Nacht fotografieren können oder will ich irgendwie Weitwinkelaufnahmen, will ich Teleaufnahmen machen können und löst dieses Objektiv halt irgendwie im angemessenen Rahmen dieses Problem, halt auch unter den ganzen anderen Gesichtspunkten, die ich jetzt genannt habe, also Schärfe, Vielseitigkeit und meinem letzten Punkt. So, und der letzte Punkt, oh Wunder, wer hätte es gedacht, ist natürlich der Preis von Objektiv, weil mir das beste Paket aus Schärfe, Gewicht und Flexibilität nichts bringt. Wenn mich das Ding am Ende 8.000 Euro kostet, dann sind das halt einfach ein paar tausend Euro zu viel. Und wenn du halt nicht gerade irgendwie ein Profi-Fotograf bist, der halt Aufträge hat und weiß, dass das Objektiv halt durch X, Y und Z innerhalb von 3 Monaten oder was weiß ich, einem Jahr oder sowas abbezahlt hat, dann macht so eine Anschaffung halt einfach generell nicht wirklich viel Sinn. Und von daher ist es halt logischerweise die Verpackung von dem Ganzen, ob das halt jetzt ein guter Deal ist oder ein eher schlechter Deal, weil halt Preis-Leistungs-Verhältnis logischerweise sehr gut oder halt auch eher sehr schlecht sein kann. So, jetzt sehe ich natürlich schon Leute schreiben, herzlichen Glückwunsch, du hast irgendwie alle Dinge genannt, die völlig offensichtlich waren. Was hat mir das Video jetzt gebracht? Aber es gibt halt so viele Reviews, wo man einerseits fast nach hinten umfällt, aber vor allen Dingen halt auch einfach so viele sinnlose Sachen besprochen werden teilweise. Also zum Beispiel, ob ein Objektiv hier so einen programmierbaren Button hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so einen Button halt einfach noch nie in meinem Leben benutzt und auch nie vermisst oder irgendwie für cool befunden. Und es ist mir einfach scheißegal, ob so ein Button an meinem Objektiv ist oder nicht. Genauso einen Schalter für manuellen Fokus oder Autofokus. Der ist zwar nett zu haben, aber ich habe einfach einen programmierbaren Button bei mir in der Kamera so eingestellt, dass ich darüber auch meinen Fokus kontrollieren kann. Weil ich so am Ende halt auch einfach unabhängig vom Objektiv nicht irgendwie suchen muss, wo ist jetzt der Schalter, wo ist er nicht, sondern einfach Muscle Memory habe, wo ich meine Einstellungen, wenn ich sie brauche, halt möglichst schnell umstellen kann und mich halt darüber schlichtweg unabhängig davon gemacht habe, ob es jetzt so einen Button gibt oder nicht. Oder noch einen Punkt, wie gut sich der Fokusring einstellen lässt und drehen lässt. Der Fokusring ist mir eigentlich so sackegal. Ich nutze eh die größte Zeit der Fälle Autofokus. Und für die paar wenigen Fälle, wo ich manuellen Fokus mal brauche, da ist es eigentlich ziemlich scheißegal, ob der jetzt gut oder schlecht sich bedienen lässt. Weil ich jetzt nicht so ein super professioneller Filmemacher bin und super die feinen Einstellungen brauche und alles manuell filme, sondern eher im Gegenteil einfach die ganzen technischen Sachen eigentlich an meine Kamera outsourcen will und mich halt eher auf die ganzen kreativen Prozesse konzentrieren will. Und auch da wieder noch ein letztes Beispiel. Sowas wie Autofokus Motoren sind einfach auch eigentlich bumsegal in deinem Objektiv. Ja, es gibt Objektive, die lauter fokussieren, andere, die leiser fokussieren, manche, die vielleicht ein bisschen schneller sind, andere, die ein bisschen langsamer sind, aber unterm Strich, du wirst am Ende des Tages wenig Unterschied merken und gerade bei der Geschwindigkeit vom Fokus ist es nicht nur der verbaute Motor, sondern halt auch einfach die Kamera, die dahinter sitzt und das Ganze halt bedient und einstellt, die halt einen Einfluss darauf haben, wie schnell oder langsam dein Bild scharf wird. Und auch da, obwohl ich YouTube-Videos filme, ist mir die Lautstärke vom Autofokus eigentlich kackegal, weil ich eigentlich
eigentlich bisher nur ein Objektiv hatte, und das war das 50mm 1.8 von Canon, das einen wirklich lauten Autofokus hatte, den man wirklich im Video gehört hätte. Und selbst da, mein Audio kommt halt nicht über die Kamera, sondern du siehst vielleicht hier dieses kleine Ding, das ist halt mein Mikro, ich habe ein Ansteckmikro. Und von daher kann meine Kamera sonst wie viele Geräusche machen, solange es am Ende reicht, dass ich meinen Videoton synchronisieren kann, ist es am Ende egal, wie laut oder leise das Objektiv ist. Also wie gesagt, ich hoffe, das gibt dir eine Idee davon, über wie viele unnütze Punkte teilweise auch gesprochen wird und auf welche Punkte ich am Ende am ehesten Wert legen würde an deiner Stelle. Dazu sei aber auch gesagt, ich bin halt einfach Streetfotograf, der das Ganze hobbymäßig betreibt. Vielleicht bist du in einer ganz anderen Situation und hast ganz andere Ansprüche an dein Equipment. Aber ich habe mir gedacht, nachdem ich sehr viele 1000 Euro Lehrgeld gezahlt habe, kann ich dir vielleicht den ein oder anderen Fehler ersparen und du kannst aus dem Video vielleicht was mitnehmen. Damit hoffe ich, hat es dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.